Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Talk in WoW, WoD, Warlords of Draenor. Und ich habe das Gefühl, ich spreche das immer falsch aus. So, meine lieben Freunde, Kolleginnen und Kolleginnen, was haben wir heute vor? Wir wollen hier unten mal diese drei Bonusziele abklappern. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee, weil dann ist nicht irgendwie was Storytechnisches im Vordergrund oder so. Oder wir müssen irgendwie, ich muss irgendwie schweigen kurz zwischendrin. Das ist recht simpel, hier die Bonusziele abzuklappern und da kann man gut was zu erzählen. So. Oh, guck mal, da ist so ein Fetter. Ein Fatman, der Ulla. Ulla ist fett. Okay. Was ist denn das heutige Thema? Eigentlich auch wieder ganz simpel, auch nur ein recht kleines Thema. Ich möchte ja auch generell immer möglichst kleine Themen nutzen, weil man da in 20 Minuten eigentlich immer gut was zu erzählen kann. Und zwar ist das heutige Thema Stress. So, warum denn überhaupt Stress? Was habe ich denn mit Stress überhaupt zu tun? Ich habe doch eigentlich ein recht entspanntes Leben. Vom Ding her hatte ich ja gerade in der letzten Zeit, habt ihr ja offensichtlich mitbekommen, ich hab ja oft genug rumgeheult damit. Na guck mal, hier ist schon das erste Bonusziel. Ja, sieht einfach aus. Na guck mal, hier ist wieder so ein Fetter. Oh, Kronos fett. Also, warum ich mir das Thema ausgesucht habe? Eigentlich recht simpel. Die den Kanal relativ, boah, wie soll man sagen, rege verfolgen. Wir wissen ja, dass ich in letzter Zeit in der Klausurenphase war. Und naja, das ist natürlich ein bisschen stressig. Dazu kommt noch, dass ich währenddessen noch ein Praktikum hatte. Also ich denke, ich habe in der letzten Zeit schon, für meine Verhältnisse war das recht stressig, sagen wir es mal so. Und ich möchte jetzt nicht irgendwie erzählen, wie man am besten mit Stress umgeht oder so. Ich möchte nur ein bisschen erzählen, wie ich da in diesem Fall, in diesem recht speziellen Fall, wo ich halt viel zu tun hatte, wie ich damit umgegangen bin. An sich ist es natürlich so, dass das relativ speziell ist, weil ich ja zum einen in Anführungsstrichen gearbeitet habe und zum anderen, muss ich den töten? Nee, also nicht unbedingt. Zum einen ja in Anführungsstrichen gearbeitet habe und zum anderen dadurch dazu auch noch gelernt habe. Es gibt sicherlich auch andere Situationen, wo Stress an der Tagesordnung ist. Ich möchte halt das halt jetzt nur in diesem bestimmten Fall ein bisschen thematisieren. Vom Ding her habe ich mir das, sagen wir es mal so, wir nehmen einfach mal zwei Klausuren so als Beispiel, wie ich es am Anfang dummerweise gemacht habe und wie ich es in der zweiten Klausur eigentlich recht schlau gemacht habe. Und zwar habe ich halt eigentlich immer so gelernt, dass ich erst halt so ganz normal gelernt habe, mich halt erst mal hingesetzt, ein bisschen was gelernt, wie man das halt so macht, ne? Da kann ich ja jetzt auch, also kann ich auch ein Buch drüber schreiben, wie man lernt, aber ich bin ja auch wieder kein Fachmann in solchen Sachen. Auf jeden Fall habe ich halt gelernt und habe eigentlich immer so 2-3 Stunden durchgelernt. Also bei der ersten Klausur jetzt. Es war Mathematik und sagen wir es mal so, es war, sagen wir, sehr praktisch orientiert, ja. Also es war jetzt nicht unbedingt schlau, weil man halt einfach auf so eine lange Dauer nicht einen bestimmten Stoff einfach nicht aufnehmen kann. Verstehen Sie? Also man muss einfach sagen, dass das Gehirn ist nicht dafür gemacht, dass es so lange Informationen aufnimmt. Auf jeden Fall nicht, wenn man in so einem Alter ist wie ich. Und das habe ich so ein bisschen ignoriert bei der ersten Klausur. Und dadurch, dass halt dieser extreme Input einfach da ist, lernt man, sagen wir mal, nicht mal die Hälfte von dem, was man lernen sollte. Beziehungsweise man behält es nicht im Kopf. Was will der Typ hier eigentlich? Der Papit. Man behält es irgendwie nicht so richtig im Kopf. Und ich sehe hier gerade einen Rare, den könnten wir ja mal probieren. Probieren. Wenn ich wüsste, wie ich da hinkomme. Ach, von da oben wahrscheinlich. Da gehe ich mal kurz hin. So. Und jetzt zu der zweiten Klausur. Wie habe ich da besser gelernt? Ich habe natürlich daraus gelernt. Ich habe dann wirklich halt immer so eine Stunde gelernt und dann Pause gemacht. Und ich denke, das ist auch wirklich das Wichtigste, was man bei Stress machen kann. Egal wie stressig irgendwie eine Situation ist, den muss ich gar nicht töten, ja, egal. Egal wie stressig irgendeine Situation ist,
man kann immer mal, seien es auch nur 5 Minuten oder so, 5 Minuten einfach nur kurz abschalten. Das klingt total banal und das hat bestimmt schon jeder 1000 Mal gehört, dass man das eben machen soll, aber man vergisst es halt einfach leicht. Man möchte dann halt eben oft eine Sache beenden, zum Beispiel wenn man irgendwie, sagen wir mal, ist zum Beispiel irgendwie Mechatroniker oder so, oder sagen wir Kfz-Mechaniker, und man will da gerade einen Reifen zusammenbauen und was total bescheuert ist. Sagen wir mal einfach, man will den Motor reparieren, ne? Ich glaube, das kann relativ lange dauern, bin jetzt kein Mechatroniker oder sowas, beziehungsweise Kfz-Mechaniker in dem Fall. Auf jeden Fall sagen wir mal, man macht das und man hat wirklich Zeitdruck, dann selbst in so einer Situation, wo man, sagen wir mal, in 3 Stunden eine Arbeit machen muss, die man eigentlich in 4 Stunden machen müsste, so in der Regel. Selbst dann muss man sich sehr viel Zeit nehmen. Also einfach nur, weil man das halt, wenn man es, sagen wir mal, so auf Krampf macht, so auf Geschwindigkeit, dann wird es einfach nicht gut. Ne? Es ist egal, wie schnell man das machen muss. Gibt es natürlich auch wieder andere Situationen für, die das Gegenteil beweisen, aber eigentlich ist es immer so, wenn man sich so reinhetzt und vor allem, wenn man sich so reinsteigert in so eine Situation, dann wird da eigentlich nie was draus. Also da kann man mir erzählen, was man möchte, wenn man sich so abhetzt, dann wird da einfach nicht so was Gutes draus, wie es draus geworden wäre, hätte man sich Zeit gelassen, auch wenn es dann halt unfertig wird im Endeffekt. Nehmen wir zum Beispiel ein Beispiel des Motors, ne? Wenn man sich da so abhetzt, dann wird das ja wahrscheinlich nicht so gut und der funktioniert vielleicht nicht. Das heißt, man braucht im Nachhinein dann wieder Zeit, um das zu reparieren. Das dauert dann wahrscheinlich noch länger, als wenn man sich einfach mal ein bisschen Zeit am Anfang genommen hätte. Was macht denn der Typ da hinten? Der Taumeister. Der Taumeister. Das ist kein Taumeister, das ist ein Taumeister. Bist du? Utropis. Den brauchen wir nicht. Den lassen wir mal in Ruhe. So. Vielleicht nochmal so eine kleine andere Einblick zu Stress. Es gibt ja verschiedene Sorten von Stress. Das war ja jetzt nur so der Klausuren-Lernstress. Auch so, es gibt ja auch einen gewissen Leistungsdruck. Und den hatte ich zum Beispiel sehr stark in der ersten Klausur. Ich weiß, ich thematisiere jetzt sehr stark dieses Lern- und Klausurenthema, aber ich denke, man kann das eigentlich relativ gut auf alles übertragen. Hier ist einer. Sehr gut. Ich saß zum Beispiel in der ersten Klausur mit natürlich so 500 anderen Leuten und das Ding ist dann einfach, du sitzt halt da und guckst dann auf diese Klausur und im schlimmsten Fall kann es dir natürlich passieren, dass du dann durch diesen angestauten Stress einfach alles vergisst. Was halt, sozusagen das Worst-Case-Szenario ist. Guck mal, das erste Ziel haben wir schon fertig. Gehen wir mal zum nächsten. Das Worst-Case-Szenario sozusagen. Das ist jetzt nicht nur auf diese Klausur bezogen, sondern einfach generell, es kann ja auch sein, dass man zum Beispiel, wenn man einen Motor zusammenbaut, dann einfach durch diesen angestauten Stress einfach die ganze Zeit irgendwas fallen lässt. Man baut eine Kreuzschraube statt einer Schlitzschraube ein und solche Sachen halt, ne? Das passiert dann halt sehr, sehr leicht. Und das Einzige, was man da eigentlich in dem Fall auch nur wieder sagen kann, man muss sich dann wieder die Zeit nehmen. Das ist natürlich, klingt natürlich ein bisschen dämlich, wenn man sagt, dass man in der Klausur sich schön viel Zeit nehmen soll. Vor allem, wenn es halt eben eine Klausur ist, wo man sich keine Zeit nehmen könnte. Muss man aber. Denn das ist auch wieder so offensichtlich. Man hört das immer tausendfach in den Medien oder in der Schule oder wo auch immer. Aber man vergisst es halt nun mal wirklich leicht. Und ich zum Beispiel hatte dann wirklich in dieser Klausur so 3-4 Minuten, weil eigentlich war es mehr, ich glaube es waren bestimmt so 10 Minuten, wäre ein bisschen übertrieben, aber so in die Richtung auf jeden Fall. Jetzt werde ich hier gerade zerstört von diesen kleinen Viechern. Lass mal den hier wegsnacken. Ja, wobei zerstört ist auch ein bisschen übertrieben. Machen wir einfach den hier an und dann geht das. Hoffe ich mal, dass es geht. Ja. Na gut. Okay.
Also als ich dann zum Beispiel in dieser Klausur saß, da hatte ich dann auch irgendwie bestimmt, sagen wir einfach mal so pauschal, 10 Minuten einen Blackout. Ne? Das ist natürlich das Worst-Case-Szenario, wie ich schon erwähnt habe. Aber man kann ja nichts dagegen machen. Ne? Man sitzt dann halt da und dann hat man sozusagen den Kopf leer. So, was tut man in so einer Situation? Ja, was tut man in so einer Situation? Das ist die gute Frage. Für mich hat es in der Situation einfach nur geholfen, dass ich mir dann eben einfach mich kurz hingesetzt, also ich saß ja schon, aber ich habe mir dann eben kurz einfach die Zeit genommen, mich kurz innegehalten, einfach mal ein bisschen durchgeschnauft und dann einfach nochmal drüber geguckt. Und dann geht das auch. Da muss man sich halt so langsam wieder so ransetzen, ne? Da muss man sich so angucken, was kann ich denn hier überhaupt? Und dann klappt das auch. Und das ist, denke ich, auch in jeder Stresssituation so. Es gibt natürlich auch so Sachen wie zum Beispiel, keine Ahnung, wenn man zum Beispiel dann so eine extreme Situation hat, man hat im Job schon richtig viel zu tun, man muss irgendwie bis Montag muss ein Vortrag irgendwie fertig sein und man hat noch nicht mal die Hälfte geschafft, es ist schon Sonntag, dann ist noch der Onkel im Krankenhaus, weil er sich den Fuß gebrochen hat, die Oma ist gestorben, man muss sich um die Beerdigung kümmern und solche Sachen, das dann alles so zusammen. So, was kann man da machen? Dann in solchen Situationen kann man dann halt wirklich nicht innehalten oder so. Muss ich dann eigentlich die Sachen so einteilen, also so würde ich das auf jeden Fall objektiv beurteilen, muss ich die Sachen so einteilen, dass man halt immer eine Sache hat, wie zum Beispiel dann in diesem Fall den Tod der Oma. Das ist sowas, was relativ emotional ist. Dass man sich das erstmal so ein bisschen, na gut, aufsparen ist da auch nicht so gut. Da ist man auch dann wieder gefragt, wie gut man mit solchen Sachen umgehen kann, ne? Aber sowas Emotionales nehme ich mal ein bisschen raus, emotionalen Stress. Aber dass man zum Beispiel sowas Lästiges nimmt, das erstmal durchzieht und danach sich was zur Hand nimmt, was halt ein bisschen entspannter ist, was man vielleicht ein bisschen besser kann, was einem möglicherweise sogar Spaß macht. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man zum Beispiel bei der Erstellung von so einer Präsentation viel Spaß hat. Also das geringste Übel sozusagen wählt. Und dann sozusagen immer so ein Ping-Pong-Prinzip sich das alles durcharbeitet. Und ja, das ist auch eigentlich eine relativ gute Idee oder so. Also so bei einer, das ist ja auch bei einer Klausur oder generell bei Stress ist das eine relativ gute Sache, wenn man sich dann immer... Alter, hört ihr mal auf, ihr nervigen Bastarde. Natürlich, jetzt kommen die auch noch. Ist hier eine Gruppenparty oder was? Okay, ich glaube, ich sterbe. Ja, das sieht nicht gut aus. Oh oh. Okay, Schild. Das Kader ist auch wieder down. Oh oh. Da sind aber auch viele auf einmal gerade. Kaskade, bam, bam, bam. Alter Freunde, entspannt mal euer Leben. Oh, das Schild ist wieder ready. Sehr gut. Du meinst, dass ich mich jetzt so ein bisschen auf das Spiel konzentrieren muss, aber ich möchte jetzt hier ungern sterben. Weil die Wege bis zum Leichnam dann immer relativ lang sind. Sehr gut. Okay. Wo war ich denn jetzt? Hab ich voll vergessen. Halten wir uns mal hoch. Dieses Ping-Pong-Prinzip. Ich glaube, das kann man eigentlich immer anwenden. Oder in den größten Teilen auf jeden Fall. Stress, um nochmal darauf zurückzukommen, ist natürlich auch immer so eine Sache. Es gibt ja verschiedene Arten von Stress. Ne? Es gibt ja zum einen diesen Leistungsdruck, sage ich mal. Dann gibt es noch diesen emotionalen Stress. Und wenn das halt alles so aufeinander kommt, dann... Ja, dann gibt es ja im Endeffekt nur noch das eine zu tun, und zwar verzweifeln. Nein, so schlimm auch nicht. Aber ja, da muss man da halt einfach durch. Dann gibt es da auch wirklich keine... Muss ich hier raus? Ich glaube schon. Keine wirkliche... Es gibt ja generell kein Allheilmittel für Stress oder sowas in der Richtung.
Das muss im Endeffekt jeder für sich selbst sehen. Ich kann halt nur erzählen, wie das für mich so relativ, wie es für mich gut geklappt hat, beziehungsweise nicht gut geklappt hat. Man muss ja natürlich auch aus den Fehlern lernen. Und ja, ich denke, ich habe auch so langsam alles erzählt, was ich erzählen wollte. Wir haben jetzt gerade mal eine Viertelstunde. Und ich muss mir schon aus den Fingern ziehen, was ich noch sagen kann. Es ist eigentlich ein relativ komplexes Thema, zumal man auch immer öfter in der Zeitung oder sowas liest oder in den Nachrichten hört. Kommt ja darauf an, wo man eben seine Nachrichten herbekommt. Dass euch kleine Viecher, ihr nervt mich so sehr. Dieses Bonusziel ist echt eklig. Ekelhaft, sage ich. Ekelhaft. Jetzt habe ich schon wieder wo man seine Nachrichten herbekommt, ist natürlich einem selbst überlassen. Man hört ja immer öfter, dass immer mehr Leute irgendwie Burnouts haben oder irgendwie am Stress zugrunde gehen, sage ich mal. Ich glaube ehrlich gesagt, also man hört immer, dass das würde sich so steigern in die Richtung. Das glaube ich gar nicht mal. Ich glaube ehrlich gesagt einfach, dass sich viel mehr darauf fixiert wird, dass man halt viel mehr darauf eingegangen wird. Früher war das halt nicht so. Oder wenn da mal jemand wirklich Stress hatte, dann wurde der sozusagen so in die Ecke gestellt und gesagt, der soll sich mal nicht so anstellen. Und das wird halt wesentlich mehr jetzt beleuchtet, das ist ja auch nicht schlecht ist natürlich. Hier liegt irgendwie ein, das ist ein Rare, aber ich weiß nicht, wie man da hinkommt. Nun ja. Wahrscheinlich muss man hier rauf. Oder? Wo ist überhaupt das Bonusziel hier? Vergessene Höhle. Wo ist denn hier eine Höhle? Where's the Hurl? Where's the Cave, man? Where's the Cave? Oh, hier ist der Cave. Schwefelschuppen. Wow! Verdammt. I guess I'm dead. Ja, ich bin ziemlich tot. Es war ein bisschen blöd, von mir da reinzuspringen. Alter, die rasten aber auch aus. Boah, gerade so noch. Zack, verschlingende Seuche. Was ist denn los heute mit der Hose? Ich krieg ja heute richtig viel hin. Ist ja schlimm. Das kenne ich gar nicht so von mir. Ach, guck mal, da ist der Eingang. Mhm. Super. Überreste von Balik Erzmalma. Interessant. Heilen wir uns erstmal wieder hoch. Wo war es nochmal? Da. Ja. Ich habe jetzt überhaupt sowas von krass den Faden verloren. Tut mir leid. Aber ich hoffe, ich konnte da so einen kleinen Einblick geben in meine Welt des Stresses. Nein, ich hab eigentlich gar nicht so viel Stress, muss ich sagen. Das war jetzt halt eigentlich nur dieser anderthalb Monate, zwei Monate. Okay. Whatever that was. Gesprungener Spiegel. Bringt ein bisschen Geld. Das ist nicht schlecht. Ich habe eigentlich gar nicht so viel Stress. Ich wollte eigentlich nur darauf eingehen, wie ich halt mit diesem, eigentlich mit dieser relativ stressigen Zeit umgegangen bin. Was vielleicht auch einer von euch sich dann denken kann, dass das ja eigentlich ist Stress wirklich, wie soll man sagen, man kann damit umgehen. Das ist eigentlich gar nicht so, wie soll man sagen, Schwarzstichhöhle. Wo muss ich denn überhaupt hin? Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall... Ah, da ist dieser Rare. Den Rare machen wir auf jeden Fall noch. Hallo? Komisch. Komm mal her. Bam, 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 bam. Ich liebe diesen Kaskadenangriff. Also, ich glaube wirklich, wenn man eine bestimmte Taktik für sich gefunden hat, dann ist es auf jeden Fall alles zu machen. Dann muss man sich eigentlich keine Sorgen machen, dass man daran in Anführungsstrichen zugrunde geht. Das sind dann eigentlich alles, ja, wenn man eben so eine bestimmte Taktik gefunden hat, so wie ich sie eben euch geschildert habe für mich, dann ist es eigentlich wirklich in Ordnung zu machen. Man muss halt wirklich dann nur... Oh, verdammt, was geht denn hier ab? Ist sie gerade aus der... Aus der Spinne? Sind da andere Spinnen rausgekommen? Da!
Ekelhaft. Ich hoffe, da kommt der Rare nicht mit. Ne, kommt er nicht. Sehr gut. Ich hoffe, ich konnte euch so einen kleinen Einblick geben. Wir sind jetzt auch schon bei 20 Minuten. Wir machen auf jeden Fall noch diesen Rare. Das habe ich ja versprochen. Von daher können wir das ja auch nochmal schnell erledigen. Und zack, zack. Pow, pow, pow. So. Also nochmal für die Leute, die jetzt sich jetzt irgendwie gewünscht haben, dass sie ein Allheilmittel suchen. Wow, wow, wow. Greifen die mich jetzt an? Jetzt greifen die mich an, ja. Okay, wir haben sie aber alle down. Sehr schön. Nice, nice. Alter, was bist du denn für ein krasser Rare-Mob? Oh. Böse. Ich gehe jetzt nur noch auf diesen Rare. Ich hoffe, dass ich den schnell gut down kriege. Bevor ich hier noch selbst sterbe. Stirb, stirb bitte! Nein, ihr lebt ja noch. Okay, schnell füllen und raus. Raus, raus, raus. Nein, verdammt. Gott verdammt. Das war doch erfrischend. Und ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zugucken. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr noch einen Vorschlag habt oder Kritik da lassen wollt, schreibt es gerne rein in die Comments. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Wünsche noch eine wunderschöne Zeit. Bis zum nächsten Part. Und wie immer, bye bye. Yeah.